Alexandra Pavlik gibt den Ball frei. Los geht's. Herrera gewinnt den Sprungball. Erster Angriff für die Gäste aus Jena. So, da ist Grayson Murphy. Er sieht absolut fit aus. Wir haben immer wieder in den letzten Wochen gezeigt, wie er an der Kür 40 trainiert, die Reha macht. Super Assist von ihm auf Marcel Kessen. Das war eigentlich ein gutes Play von Jena, am Ende nicht erfolgreich. Murphy mit Tempo auf Mann. Verweigert den Dreier, spielt Murphy nochmal an. Also Murphy hat es heute mit den No-Look-Pässen und Wahnsinn, wunderschön. Frank mit dem schönen Stil. Und mit den Punkten. Aber ist natürlich nach Hagen ausgeliehen worden, um Spielpraxis zu bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Aber dass er dann auch hier gegen sein eigenes Team so eine gute Leistung abliefert. Schmidt gerade eingewechselt, macht direkt die Punkte. Da ist er wieder am Ball gegen Murphy. Mismatch, Kästen kommt dazu und Jenas Murphy mit einem guten Assist. Timeout für Hagen. Sehr schwer zu verteidigen, wurde da im Grunde alleine gelassen. Nächster guter Ballgewinn der Hagener. Kerstin lässt Schmitz aussteigen an Kerouche vorbei. Das ist einfach fantastisch. Wurf von außen, ganz, ganz stark. Also eine tolle Guard-Kombi jetzt wieder bei Hagen auf dem Feld mit Murphy. Hier auch wieder am Ball auf Kerstin. Gegen Schmitz wieder an ihm vorbei. Vor Murphy vorbei. Was ist das für ein Typ, Kai Kerstin? Wow. Band macht selbst. Der ist wirklich on fire heute. Ja, ein bisschen zu lange ausgetanzt. Da hätte er vielleicht schon ein bisschen eher abschließen können. Und Herrera mit ganzer Wucht auf der Gegenseite. Super durchgesteckt von Ulemann auf Bank. Bei Jena sitzt Vukra Dojicic bereit. Letzte Minute bricht jetzt an. Nächster Dreier. Schmitz macht's gut. Starker Spin-Move da. Und das gilt auch für Thompson bei Hagen. Und Mann nimmt den letzten Wurf in dieser Halbzeit. Zweitbester Werfer seines Teams hinter Schmitz mit 9 Zählern. Super. Macht das gut. Wahnsinn, der kleine flinke Murphy an der Baseline gegen Ulemann. Bei Hagen wäre natürlich Marcel Kessen einer, der sich jetzt möglichst nicht sofort sein viertes Foul abholen sollte. Macht er aber auch nicht, sondern macht die nächsten Punkte. Auch Herrera versuchte alles nochmal, den Ball da rauszuholen, auch wenn es nicht regelkonform war. Aber dafür auf der anderen Seite mit ganzer Wucht stopft er das Ding rein. Das ist natürlich sein Spezialgebiet. Hier läuft das Play nicht so, wie es sollte. Dann müssen sie eben diesen Weg gehen, von Murphy auf Kästen. Ja, das macht er richtig gut. Bis auf den Ballverlust jetzt. Und Kästen bügelt das Ganze wieder aus. Und sowas feiert die Halle hier richtig. Und JJ Mann könnte da jetzt noch mal einen oben draufsetzen, das macht er auch. Wahnsinn! Zurückgeschickt worden, wie auch Thompson. Tolles Anspiel, auch Marcel Kästen kann Assist. Und Kästen vor Herrera beim Rebound. Kausser, die ersten Punkte im Schlussviertel. Ist irgendwo ein Fehler auf der Anzeigetafel, sind 17 bei Kästen und auf dem Scoutingbogen 15. Ja. Gehen wir davon aus, dass die 15 stimmen. Ja. Sehr gut gesehen von Kästen hier über Baseline zum Vorführen. Ulemann, das Geburtstagskind, beschenkt sich selbst für 3, lässt sich feiern. Ganz starkes Spiel. Oh, Mann, nochmal ganz allein auf weiter Flur. Hut ab vor der Hagener Leistung. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass so deutlich die Geschichte am Ende wird. Am Ende sind es genau die 23 Punkte, die es auch im Hinspiel gab. Da war es ein 93-70 Sieg, jetzt 94-71.
deutlich ungefährdet. Gute Leistungen von Phoenix Hagen in allen Bereichen.